Hallo, moin. Ja, irgendwie mit dem Wetter klappt es nicht so ganz. Bei meinen Wochenrückblicken regnet es meistens. Naja, Thema ist heute Sport. Und auch da sind wir in Hamburg ja ins Wasser gefallen. Die Bewerbung um die Universiade wurde von Herrn von Beust in Wirklichkeit nie gewollt. Wir haben uns als Sozialdemokraten dafür in Berlin eingesetzt, mehr Geld dafür zu bekommen. Peter Struck hatte 25 Millionen Euro zusätzlich zugesagt. Doch leider, die CDU wollte nicht. Und deshalb ist es dem Spardiktat zum Opfer gefallen. Eine ziemlich falsche Entscheidung für die Sportstadt Hamburg. Und ich bin sicher, dass dieses Geld nun auch nicht dem Breitensport zur Verfügung gestellt wird. Also ein Nullsummenspiel. Und im Ergebnis sind die Sportlerinnen und Sportler unserer Stadt die Verlierer. Naja, Stichwort Sport. Ich war diese Woche auch unterwegs und hier ein paar Eindrücke. Wenn ein Griff fehlt, immer an die Füße. Was hast du für ein Gefühl? Po oder Schulter? Doch, war schon korrekt. Den anderen Fuß dazu nehmen und hoch. Ja, das geht schon. Genau. Gar nicht, wie anstrengend das auch sein kann. Und ganz schlimm ist es, wenn es so einen holprigen, na was heißt holprigen, aber groben Bodenbelag gibt. Da ruppelt das ganz schön an den Füßen. Wahrscheinlich könnte man in Hamburg überhaupt nicht fahren, den ganzen Schlaglöchern, wenn da 6 Jahre lang nichts gemacht worden ist. So beim Fahrradfahren schon so auf den Fahrradwegen. Und um die Kurve.
Ja, hier auf der Karte kann man vielleicht erkennen, wie groß die Kaserne ist. Insgesamt früher 1934 entstanden. Einige Kasernenblöcke sind auch noch aus der Zeit. Und dann eben verlegt worden in Anfang der 70er Jahre aus Sonthofen hier nach Warendorf. Hier ist der Hauptschwerpunkt mit einer Ausstellung in Sonthofen. Und wenn wir den Bereich haben, ist hier die Kasernenzufahrt, hier die Unterkunftsbereiche, dem Stabsgebäude. Und hier hinten, eigener Standort jetzt hier am roten Punkt, hier hinten findet das Sportmedizinische Institut mit den Sporthallen, Leichtathletikhalle. Hier ein großes Tartanstadion, ein Aschenstadion und verschiedene Fußballplätze, Sandplätze, Tartanbahnen. Also wirklich ein perfektes Areal zum Trainieren, zum Sport ausüben. Ja, und hier, Haus Nummer 15, das ist der Ort der Begierde. Was könnte da sein, wo ich nicht hin darf? Die Küche. Ein Gläschen Rotwein und ein Stückchen Garten, neben die Mädchen. Mein Baum,